so lecker. Ja, Apfelessig ist für den Stoffwechsel gut, weil ich bin eine Person, ich kriege immer Darmprobleme. Und um das ein bisschen zu verringern, trinke ich jetzt Apfelessig jeden Tag. So einen Shot, so einen guten Shot. So viel. Genau. Und das kommt dann da rein. Und bei Apfelessig an sich, da würde ich würgen. Und übrigens ist das auch nicht gut, wenn man so viel Säure ohne alles trinkt. Deswegen mache ich das dann mit so einem 750 Milliliter Tee. Und das ist dann gut. Genau. Ja, ich weiß. Nein, ich weiß eigentlich nicht. Ich wusste nicht, dass das als Rezept für sich. Ich muss morgen arbeiten, Leute. Ich bin gespannt. Ich habe noch nie das Abendgeschäft dort gemacht. Aber ich glaube, es wird tatsächlich nicht voll. Deswegen mal schauen. Ich kenne mich auch noch nicht ganz aus. Ciao. Gerhard ist nicht mehr da. Ich bin nicht mehr in Heidelberg. Gerhard geht nicht mehr. Aber Gerhard war richtig cool. Eigentlich war er ein bisschen komisch. Weil ich glaube, er war obsessed. Und irgendwie hat er sich, glaube ich, auch einen einfach auf die Toilette, ja, geschleudert. Auf die Bedienungen. Deswegen, naja. Ist ein bisschen verdächtig. Aber wir vermissen ihn alle. Er ist ein bisschen witzig. Ich glaube, er wäre wirklich ein bisschen obsessed mit mir. Ich weiß nicht warum. Aber in Heidelberg ist mir auch das Gruseligste vom Gruseligsten passiert. Ich bin keine Person, die... Was willst du? Ich habe keine Ahnung. Ich bin keine Person, die so irgendwie viele Follower auf TikTok hat. Ich bin ja eigentlich ein Opfer eigentlich nur, was Langeweile hat. Auf jeden Fall hat mich einfach jemand in Heidelberg angesprochen und zu mir gesagt, ey, ich kenne dich von TikTok, von deinem Live. Und ich war so, was? Es war so gruselig. Ich habe wirklich, es war... Was ist das hier? Was ist das, Leute? Nee, also du musst dir aber vorstellen, ich war halt Barkeeperin und es war halt Sommer und ich habe einen Rock getragen, der ein bisschen kurz war, aber der hatte eine Hose integriert. Und das Ding ist, ich musste mich halt leider bücken, um Getränke zu holen. Dieser Rock war wirklich kurz. Also, er hat eine Hose drin gehabt, aber es war wirklich, wenn ich mich gebückt habe, da hatte ich eigentlich keine Chance mehr. Und das Ding ist, er hat halt immer so geguckt. Bei uns konnte man in der Bar so an der Seite reinschauen. Und ich war ja alleine und meine ganzen Mädels waren auch, also wir waren alle Mädels im gleichen Alter ungefähr. Ja, Hose war integriert. Und er hat halt immer geguckt, hat uns beobachtet, hat uns sogar gefragt und ist auf Toilette gegangen. Ja, ne? Also, Und es ist einfach gruselig. Also er kam auch wirklich immer und er hat sich leider sehr detailliert Sachen von mir gemerkt. Er wusste auch, dass ich nach München ziehe und so. Er wusste das alles. Und ja, er hat halt immer mit mir nachgeschaut, so hat er schon jedem gemeint, aber er hat dann auch irgendwann angefangen, nach mir zu fragen, auch wenn ich nicht da war. Und ist halt immer die Zeit gekommen, in denen ich da war, weil er das ganze Team ausgeweitet hatte, wann ich komme. Ja. Deswegen war ein bisschen komisch, aber es war ein OP, weißt du, ich fand es komisch, aber es hat mich auch nicht gejuckt, ich habe ihn aber auch nicht mehr richtig beachtet dann. Es war einfach komisch. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich so... Ich habe auch einmal in München in der Wohnung gewohnt. Also ich sag ja, ich bin anfällig für so Leute. Ich ziehe so Leute an. Und ich habe in so einer Wohnung-WG gewohnt mit so einem... meinem Mieter, sage ich mal. Aber das Ding ist, eigentlich war er nie... Oder er war fast nie zu Hause, weil er hatte so ein Chalet, also noch sein eigenes irgendwo am Ammersee oder so. Auf jeden Fall in der Nähe von München. Und er war halt nie da. Er hatte so ein Büro und so noch ein Zimmer. Er war nie da. Aber dann irgendwann kam er halt öfter. Und er hat mir eigentlich gesagt beim Einzug, dass ich meine Türen absperren kann. Ich konnte meine Türen nicht absperren. Und wisst ihr was? Ich konnte auch meine Duschtür nicht absperren. Also meine Badtür.
Und irgendwann hat er so versucht, mit mir Dates zu machen. Also, er ist wirklich 60 gewesen und hat versucht, mit mir Dates auszumachen. Und ich war so, nein, nein, nein. Ja, und er hat mich dann ganz oft nachts rausgebeten, da, ob ich ihm irgendwas helfen könnte, hat mit mir geredet. Und dann, wenn ich gegangen bin, meinte er, das wäre ja zickig, mein Verhalten, weil ich mit ihm einfach nicht mehr viel Zeit verbringen wollte, weil ich einfach gemerkt habe, ey, dieser Typ, der sieht mich irgendwie ganz mit einem ganz komischen Auge an. Und ich hatte dann halt auch einen Dirndl an. Und die Weste mit dem Dirndl, dann ist die Oberweite halt nochmal ein bisschen mehr, ne? Und er sagt so, drehe ich mal um, weil er es so gesehen hat. Ich war so, nee, nein, danke. Und irgendwann wurde es wirklich sehr, sehr unangenehm. Also, er hat wirklich sexistische Witze, nicht sexistische, aber so, er hat versucht, so eine, zwischen ihm und mir, na, was aufzubauen und mit mir mehr Zeit zu verbringen. Ich, das Schlimme war, da habe ich gemerkt, ich muss hier raus. Als er auch in mein Zimmer gekommen ist und meine Wäsche war vom Wäschetrockner-Dingens, weil die gewaschen war. Er hat meine Wäsche durchsucht, Leute. Er war auch in meinem Zimmer, als ich nicht da war. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, ich will nicht mehr dort sein. Ich möchte dort nicht mehr wohnen. Und dann bin ich ausgezogen in München. Und ihr wisst, München, Wohnungssuche, tot. Also, es ist ein Tod. Ist er wirklich mein Tod? Aber Gott sei Dank, ich konnte direkt umziehen. Ich habe was gefunden. Alles super. Aber ich ziehe halt einfach so Leute an. Ich weiß nicht warum. Und es belastet mich dann auch mal richtig psychisch, weil ich so bin so. Ich bin eigentlich eine Person, ich sage ganz selten was. Außer jetzt durch die Gastro, so, da merke ich schon, ich bin ein bisschen so. Oh, ich sage auch mal was zurück, wenn Leute scheiße sind. Aber da war ich noch wirklich so ein bisschen. Ich werde auch noch 17. Also wirklich jung. Und das war einfach. Nicht so cool tatsächlich. Ja, ich glaube einfach, ich weiß nicht, das, ich glaube, ich war einfach das perfekte Opfer, weil ich habe nichts gesagt, ich habe es gemacht, ich habe einfach versucht, aus dem Weg zu gehen. Wisst ihr, ich habe damit erstmal begonnen, dass ich nicht so oft zu Hause bin. Und dann habe ich immer gemerkt, ey, er geht an meiner Sache, wenn ich nicht da bin. Ich habe mich dann irgendwann nicht mehr getraut, in der Küche zu essen, wenn er im Büro war. Und da habe ich gemerkt, Käse, weil das kann nicht sein. Du kannst nicht so Schiss von einer Person haben und dann dort wohnen. Und dann bin ich ausgezogen. Deswegen, ja. Und ich habe zu dieser Zeit ein FSJ in München gemacht. Und ich bin dann auch ein bisschen heulend zusammengebrochen, weil ich habe meinem FSJ-Typi dann gesagt, ey, ich werde gerade wirklich krass so sexuell belästigt und deswegen muss ich aus meiner Wohnung raus. Und dann hat er mir tatsächlich geholfen. Das war sehr toll. Dankeschön. Und das Ding ist, ich weiß auch, dass dieser Mann auf jeden Fall psychische Probleme hatte. Und er hat so Tabletten, und die sollte er eigentlich nehmen. Aber er hat sie leider nicht aufgenommen. Und ich glaube, das war vielleicht so ein Teil. Und vielleicht zum Anmerken, dieser Typ hatte in dieser Wohnung eine Girlande von Tangas hängen. Also es waren so eine spezielle Art von Tangas. Und ich glaube, die waren halt alle einfach gekauft oder es war so Kunst, ich habe keine Ahnung. Aufgehangen. Und das wäre eigentlich schon mal eine Red Flag. Als ich das gesehen habe, ich hätte schon eben mal sagen müssen, ey, da stimmt was nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe es ignoriert. Ja, ne? Und er hat mich dann auch, ich weiß nicht, ich war auf einer so einer Schulung. Und er hat mich angerufen, obwohl ich sagte, du kannst mich nicht anrufen. Und ich habe gesagt, das geht halt nicht, weil ich bin in so einem Lernprogramm für mein FSJ drin. Und er hat mich angerufen. Er hat mich wirklich mehrmals in der Stunde angerufen, hat es auch sonst gemacht, in meinen Pausen. Und das war wirklich, nee, no go. Nee, also ich weiß noch, ich weiß halt wirklich, erst meine Wäsche durchgegangen. Und als ich das mitbekommen habe, da war ich richtig angeekelt, also das war wirklich Endlevel und das würde ich auch niemandem so zumuten, in so einer Situation zu wohnen. Und er hat auch meine Mutter attackiert mit Anrufen, das war wirklich, boah. Und deswegen ist er wirklich, ich bin froh gewesen, dass ich ihn ausgezogen bin, weil das war wirklich zu viel für mich, ich war wirklich am Ende. Das finde ich einfach niemanden. So ekelhafte Typen. Vor allem, ich war noch minderjährig, also verstehe ich jetzt auch nicht, warum man dann so ist, wisst ihr? Ich habe meinen 18. Geburtstag in dieser Wohnung gefeiert
Und ich war krank im Bett gelegen. Ich wollte nicht raus. Er wollte mit mir da feiern. Ich wollte, nee. Er war so, ich möchte dich auf einen irgendwie Drink oder sowas einladen. Ich war so, nein, danke, ich will nicht, ich möchte nicht. Er könnte mein Opa sein, er könnte wirklich mein Opa sein. Aber es war einfach gruselig. Vor allem, ich hatte irgendwann noch einen TikTok, ich habe es versucht zu finden, aber ich habe es nicht gefunden. Es war ein TikTok, da haben so Mädels getanzt in so knapperer, nicht Unterwäsche, aber so knapperen Sachen halt. Einfach so ein bisschen anzüglicher am öffentlichen Platz, sag ich mal so. Und es ist heutzutage ja öfters so, so ignorieren ja die meisten auch nicht. Und dieser Typ, mein Mieter, war in diesem Video zu sehen, wie er die angeschissen hat, dass es hier einfach anziehend ist und dass es ja dazu erregt, dass es, das war so eklig. Es war so, als ich das gehört habe, ist mir so den Rücken runtergelaufen.